20%? Nein, 0,4%. 25%. Übrigens gibt es eine EU-Richtlinie. Es sind 500 Kastoren mehr. Und meine politische Frage geht jetzt an Herrn Fuchs. Und die lautet, was machen Sie eigentlich, Herr Fuchs, wenn der Bundespräsident dieses Gesetz nicht unterschreibt oder wenn sich erfolgreich die Bundesländer dagegen wehren, dass Ihre Mitsprache nicht gefragt wird? Also ich meine, wenn wir jetzt hier Spekulationen über das Verhalten des Bundespräsidenten oder des Bundesverfassungsgerichts machen, dann möchte ich mich da eigentlich nicht dran beteiligen. Dann wird es wahrscheinlich auch Reaktionen von den Bundesländern geben, denn die Bundesländer bezweifeln ja auch, ob der grün-rote Ausstiegsbeschluss von damals rechtmäßig war. Denn damals wurde ja auch das Bundesverfassungsgericht nicht angefragt und der Beschluss von grün-rot damals, ich sage jetzt ganz bewusst grün-rot, grün-rot, weil es ja von Ihnen hauptsächlich befördert wurde, der wurde in kürzerer Zeit gefasst als der Beschluss, den diese Bundesregierung jetzt gemacht hat. Wir haben am 5. September, ich war selber in dieser langen Nacht dabei, bis 1 Uhr morgens im Bundeskanzleramt getagt. Der geschlafen hat. Der war auch dabei. Der hat neben mir gesessen, Herr Steib. Sie müssen sich besser informieren. Er war dabei. Er war den ganzen Abend bis 1 Uhr morgens da. Und der Vertrag wurde bis 5 verhandelt. Der wurde ausformuliert von den Mitarbeitern des Bundesumweltministers, von den Mitarbeitern des Bundeswirtschaftsministers und von den Mitarbeitern. Ich stelle mal kurz die Fragen und sage, dass Ihre Kollegin Roth, die neben Ihnen sitzt, sagt, dass diese Regierung, Ihre Regierung, dieses Gesetz in einem Putsch installiert hat. Also ich halte das für schlicht falsch und sachlich nicht begründbar. Ich kann nur eins sagen, ich bin jetzt seit 2002 im Bundestag. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Partei versucht hat, einen Ausschuss dermaßen zu blockieren, wie das in dieser Woche von den Grünen passiert ist. Das ist einfach nicht in Ordnung. Einfach Sekunde. Ich zeige Ihnen den Norbert Lammert nochmal. Das ist der Bundestagspräsident, der ist nicht jetzt nur von der CDU-CSU-Fraktion, sondern er ist der Bundestagspräsident und er hatte folgende Kritik. Das Verfahren zur Atomreform trage den Verdacht mangelnder Sorgfalt in sich. Fassungslos sei er darüber, auf welch oberflächliche Weise der Zusammenhang von verlängerten Laufzeiten mit der Förderung alternativer Energien hergestellt worden sei. Die neuen Laufzeiten seien nicht sachlich begründet, sondern schlicht ausgehandelt worden. Herr Fuchs, haben Sie sich von den vier Großen über den Tisch ziehen lassen? Also das weise ich mit Abscheu und Empörung zurück. Das ist absolut Unsinn, weil ich genau weiß, was wir gemacht haben. Wir haben nämlich dafür gesorgt, dass die vier Großen sich massiv am Ausbau der erneuerbaren Energien beteiligen müssen. Das mussten Sie immer. Nein, bis jetzt haben Sie es überhaupt nicht getan. Sie haben bis jetzt keinerlei Abgaben bezahlen müssen. Sie zahlen jetzt zwei. Das ist ja eine Investmentfrage des einzelnen Unternehmens. Das können Sie ja machen, ob Sie es wollen oder nicht. Wir haben zusammen die Brennelementesteuer und diesen Energiefonds, den Sie einzahlen müssen. Irgendwo kommen wir auf 3 Milliarden, die pro Jahr erbringen müssen, über eine lange Zeit. Und damit investieren wir in Forschung, in Ausbau von erneuerbaren Energien, endlich auch in, wenn die Grünen das nicht verhindern, in Leitungsausbau. Da will ich jetzt wirklich und wenn wir, wir dieses alles machen, dann haben wir eine Chance in einer Zeit, Sie können sich ja das Energiekonzept dazu noch mal durchlesen, bis 2020 auf rund 20, vielleicht sogar 25% erneuerbare Energien zu kommen und bis 2050 80% Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. Und zwar zu Preisen, das gehört noch bitte dazu, zu Preisen, die für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen in Deutschland bezahlbar sind. Mein Deutschlandbild ist nach wie vor ein Industriestand. Ich will nicht, dass in Deutschland die Industrie kaputt gemacht wird durch zu hohe Strompreise. Das müssen wir verhindern, denn das sind sichere Arbeitsplätze und die brauche ich. Und Frau Roth sagt, ich weiß es nicht, ich möchte gerne was, weil Sie die Unwahrheit sagen. Oder das haben Sie den ganzen Abend gemacht. Wollen wir jetzt einfach mal fortfahren mit den Fakten? Worin machen Sie fest, dass diese Regierung einen Putsch im Bundestag? Sie auch nicht. Er hat einfach was Falsches gesagt. Wir brauchen Netze, weil bisher die erneuerbaren Energien eine wirkliche Erfolgsgeschichte waren. Das versuchen Sie zu verhindern mit Ihrer Politik, indem etwa von 65 bis 80% bei Solar, bei Wind und bei Biomasse es zurückgehen wird mit dieser Politik, die Sie durchsetzen wollen. Warum? 2005 gab es ein Infrastrukturgesetz, wo es darum ging, dass klar der Netzausbau befördert wird. Der Netzausbau, wo gesagt worden ist, in
wo, also in Ortschaften Erdkabel und in Natur- und in Naturschutzgebieten auch Erdkabel. Seit 2005 haben das CDU-regierte Länder im Bundesrat verhindert und die Atomlobby hat es mitverhindert, weil sie die Konkurrenz fürchten. Sie versuchen, die Konkurrenz der Erneuerbaren niedrig zu halten. Frau Ruth, Sie wissen doch ganz genau, dass es einen Einspeisevorrang für Erneuerbaren gibt. Also man sollte wirklich ein bisschen bei der Wahrheit bleiben. Das ist ja nun wirklich totaler Quatsch. Es war ein Putsch, weil ohne, dass es tatsächlich eine zukunftsfähige Energieversorgung in Deutschland möglich macht, ohne dass es dem Klimaschutz irgendetwas nützt, ganz im Gegenteil, haben sie in der Nacht- und Nebelaktion die Laufzeiten verlängert, haben die demokratischen Rechte im Bundestag mit Füßen getreten, wollen den Bundesrat jetzt auch noch sozusagen an die Seite drängen. So, wie sie es gemacht haben. So geht es nicht. Die Bundesländer sind von ihrer Politik betroffen. Und deswegen müssen sie auch befürchtet. Ich sagte gerade, ungefähr das haben wir befürchtet, so, dass die eine nicht einladen dürfen. Meinung gegen die andere steht. Und weil wir eine mitdenkende Redaktion sind, haben wir genau zum Ende dieser Sendung eine Frau eingeladen, die uns jetzt sagen kann, welche Zahlen wirklich stimmen. Sie heißt Claudia Kempfert, kommt vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und ist in diesem Laden die Energieexpertin. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind, Frau Kempfert. Fangen wir doch mal gleich an mit der ersten Frage. Wie viel zahlen die vier Großen jetzt eigentlich wirklich und wie viel Gewinne machen sie wirklich? Ja, es gibt eine Studie der Landesbank Baden-Württemberg, die das genau ausgerechnet hat. Es hängt natürlich davon ab, welche Strompreisentwicklung wir haben und welche Kosten wir auch mit hineinrechnen, ob wir jetzt absolute Werte nehmen oder abdiskontierte. Es sind Beträge im zweistelligen Milliardenbereich. Machen Sie mal ganz konkret. Also wie viel Milliarden, kriegen Sie? Ja, also wenn man abdiskontierte Beträge nimmt, also wirklich, wenn man es hochrechnet für die gesamte Zeit, sind es 40 Milliarden. Davon müssen Sie zahlen etwa 20 Milliarden und es bleiben am Ende 20 Milliarden an echten Gewinnen, für die großen vier Energiekonzerne übrig. Okay. Sie müssen dann noch Gewinnsteuer zahlen, das ist ein bisschen kompliziert. Ja. Am Ende also 13 Milliarden, das sagt die Landesbank Baden-Württemberg, bleibt auf jeden Fall am Ende übrig. Mhm. Und das ist das, was die Konzerne auch nach Abzug von allen Brennelementesteuern, von anderen Steuern, von Kosten, von Nachrüstung und so weiter am Ende übrig haben. Wirklich behalten werden. Und in diesem Fall wollen wir einer Bank dann einfach mal glauben. Nämlich, ich denke, die Annahmen auch über die Strompreisentwicklung sind realistisch und sie rechnen auch ganz genau aus, welche Größenordnung jetzt mit Abdiskontierung und so weiter da eine Rolle spielt. Also da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Es gibt immer so absolute Größen, sehr, sehr hohe Zahlen. Aber am Ende muss man dann wirklich runterrechnen. Man muss eben von Bruttogewinnen natürlich auch die entsprechenden Nettopreise ausrechnen. Das meinen Sie mit Abdiskontierung. Warum sagt der Bundesumweltminister bis heute, dass er 74% der Gewinne den Konzernen wieder aus den Rippen zieht? Also im Grunde genommen sind es knapp 50% der Gewinne. Und das ist auch das, was die Regierung sich vorgenommen hat. Man kann jetzt unterschiedliche Annahmen über die Strompreisentwicklung annehmen. Mhm. Ich denke, es ist plausibel anzunehmen, dass die Strompreise eher steigen, als dass sie sinken. Um auf wirklich 70 oder über 70% kommen zu müssen, müsste man annehmen, dass die Strompreise sinken. Und das halte ich eher für ausgeschlossen. Selbst stabile Strompreise sind eher, würde ich mal sagen, unwahrscheinlich. Also in der Summe 50% wird einbehalten und der Rest ist halt das, was bei den Konzernen auch verbleibt. So, und jetzt kommt die Frage des heutigen Abends, die Frage der Fragen schlechthin. Ist mit diesem neuen Gesetz nun tatsächlich garantiert, dass die Atomenergie fungiert als eine Art Brückenfunktion und uns dabei hilft, in der Zukunft diese sehr hohen Klimaschutzziele zu erreichen? Ist dieses Gesetz gut dafür? Also man muss mal gucken, wo man startet. Wir haben halt einen sehr, sehr hohen Anteil von Kohleenergie in Deutschland mit knapp 45%. 20% etwa Kernenergie und 16% die Erneuerbaren. Ich glaube, die geeignetere Brücke neben der Kernenergie, die eine Brücke sein könnte, wenn man die Laufzeiten oder die maximale Strommenge erhöht, ist eigentlich Gas. Und das wird leider überhaupt nicht erwähnt. Ich glaube, wir müssen runter vom Kohleanteil, weil sonst können wir die Klimaziele nicht erfüllen. Und im Übrigen, ich habe immer gehört, man sagt, man steigt aus der, oder es ist ein Ausstieg aus dem Ausstieg. Das stimmt ja nicht. Mhm. Also wir machen eine maximale Strommenge, die man vorher vereinbart hat, wird jetzt auch eine maximale Strommenge, die man jetzt etwas erhöht. Mhm. Aber es ist kein Ausstieg. Es ist ein finaler Ausstieg. Ich würde auch sagen, das ist der finale Todesstoß für die Kernenergie.
Kernenergie in Deutschland, wenn Schwarz-Gelb das beschlossen hat. Ich finde es kommunikativ problematisch, wie auch Schwarz-Gelb es erklärt. Denn es ist kein Wiedereinstieg in die Kernenergie, es ist ein Ausstieg. Und das muss man auch wirklich erklären. Und wo man am Ende hin will, man will ja 80% erneuerbare Energien schaffen. Etablieren. Das ist ein langer Weg zu gehen. Dafür braucht man in der Tat Geld, einen Ausbau der Netze. Wir haben es gerade gehört, das stimmt auch. Und dafür ist es auch richtig, dass man die Konzerne das Geld nimmt und dafür auch einsetzt, weil sie es in der Vergangenheit kaum freiwillig getan haben. Gut, und allerletzte Frage. Diese 12 Jahre Laufzeitverlängerung sind aber dennoch willkürlich gewählt. Man hätte ein solches Ergebnis gegebenenfalls auch nach 6 oder 8 Jahren erzielen können. Also es war vorher eine maximale Strommenge von 2500 Terawattstunden. Die hat man jetzt erhöht um nochmal 1800 Terawattstunden. Auf welche Jahreszahl das hinausreicht, das ist eine statistische Zahl. Und es ist eine politische Entscheidung. Es ist keine rein technische Entscheidung. Es hätte kürzer oder auch länger sein können. So, liebe Zuschauer, jetzt wissen Sie, was Sie wissen sollten an diesem Tag. Nach 64 Minuten Diskussion zu einem Thema, was uns tatsächlich alle nicht nur bewegt, sondern auch die nächsten Monate noch befassen wird. Ich darf dieser Runde ganz herzlich danken, darf mich bei Frau Kempfert ganz herzlich bedanken. Kollege Stey wird im Internet noch über die nächsten 30 Minuten alle Fragen beantworten, die Sie, liebe Zuschauer, haben in Sachen, wo engagiere ich mich morgen oder wo lasse ich es am besten sein. Vielen Dank Ihnen ganz herzlich für das Mitdiskutieren. Bei Markus Lanz sitzen heute Ottfried Fischer, Roland Koch und Nina Ruge. Und wir sagen ganz schnell Tschüss und vielen herzlichen Dank, Frau Kempfert. Tschüss, bis zum nächsten Mal.